Die Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Mitgliedsländer werden auf dem Gipfel in Vilnius nächste Woche bekräftigen, dass die Ukraine eines Tages Mitglied des Bündnisses werden wird. Das kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel an, ohne einen Zeitplan für den Beitritt vorzustellen. First, we will agree a multi-year program of assistance to ensure full interoperability between the Ukrainian armed forces and NATO. Second, we will upgrade our political ties by establishing the NATO-Ukraine Council. And third, I expect allied leaders will reaffirm that Ukraine will become a member of NATO and unite on how to bring Ukraine closer to its goal. Ein weiteres Thema des Gipfels ist die türkische Blockade gegen den NATO-Beitritt Schwedens.